Hallo, ich bin Jan Raphael und ihr schaut Tierland.de. Hi Jan. Hallo. Wie geht's dir und wie zufrieden bist du bisher mit der Saison? Du warst ja in Frankfurt recht erfolgreich, war ein ganz anderes Rennen da. Ja, was denkst du, was am Samstag auf dich zukommt? Also mir geht's auf jeden Fall erstmal sehr gut. Ich bin jetzt seit über 4 Wochen hier auf Hawaii und ich meine, hier lässt es sich aushalten. Von daher ist alles bestens. Jetzt steigt natürlich langsam die Nervosität. Ich meine, man merkt jetzt wirklich von so in der letzten Woche, dass es von Tag zu Tag einfach mehr wird, mehr Athleten, auch mehr insgesamt drumherum, was so Presse und so weiter angeht. Von daher kommt jetzt so langsam auch ein bisschen mehr Stress natürlich auf. Aber insgesamt bin ich, glaube ich, recht locker oder locker genug, um hier ein gutes Rennen zu absolvieren. Also noch hält sich das alles so in Grenzen, was die Nervosität angeht. Von daher bin ich ganz guter Dinge. Okay. Du sagst, du warst 4 Wochen oder bist seit 4 Wochen auf der Insel. Hast du alleine trainiert oder waren noch ein paar Teammitglieder vom Commerzbank-Team da? Ja, ich habe die meiste Zeit beim Timo Brach trainiert. Dann war zusätzlich der Michi Böhner vom Team Erdinger hier noch, der ja auch zu unserer Trainingsgruppe, die halt von Ralf Ebel betreut wird, gehört. Und von daher hatten wir wirklich eine richtig gute Gruppe. Das hat man dann auch gemerkt, so gerade in den entscheidenden Einheiten, wo es so ein bisschen zur Sache geht, da herrscht dann doch immer so eine gewisse Gruppendynamik, wo man sich dann doch gegenseitig pusht. Und ich denke, das ist dann auch das Wichtige hier, also gerade hier auf der Insel, wo einem das Training vielleicht doch ein bisschen schwerer fällt als anderswo, weil die Bedingungen natürlich extrem sind, dann hat man hier natürlich auch nicht so viel Abwechslung, was so die Trainingsstrecken angeht. Und das war dann auch der Grund, dass mir wichtig war, dass ich hier die 4 Wochen nicht alleine bin, sondern dass halt andere Athleten da sind. Dann auch der Ralf Ebel war als Trainer dann die meiste Zeit auch vor Ort und hat uns dann wirklich optimal betreut. Und ja, also von daher hat das im Training auf jeden Fall alles gut gepasst. Und ich glaube, anhand der Trainingsergebnisse kann ich zumindest abschätzen, dass die Form richtig gut ist, ähnlich gut wie im Vorfeld von Frankfurt. Ein Rennen, was zumindest so zu einem meiner besten der Karriere zumindest gehörte. Und insofern bin ich da sehr optimistisch jetzt, was das Rennen in 3 Tagen auch angeht. Wie sah denn so eine entscheidende Einheit in der Gruppe noch aus? Wie muss man sich das vorstellen? Also ich würde sagen, die entscheidendsten Einheiten sind eigentlich diese wettkampfspezifischen Einheiten, also Koppeltraining. Meistens so, dass wir dann so 100 Kilometer Rad fahren, relativ intensiv. Das heißt allerdings jetzt auch nicht überpacen, sondern halt so in einem Ironman-Tempo. Und dann draufläuft, 10 bis 15 Kilometer, vielleicht ein Tuch schneller als Ironman-Tempo, also so auf einem Marathon-Pace von 2,45. Und das ist dann immer so eine ganz gute Einheit, um zu gucken, wo man halt steht. Weil ich meine, wenn man da so eine Einheit gut und kontrolliert absolvieren kann oder realisieren kann, dann weiß man zumindest, dass man ganz gute Karten im Rennen auch haben sollte. Du bist zum 5. Mal hier auf der Insel. Was hast du vielleicht aus deinen bisherigen Starts gelernt, die vielleicht nicht ganz optimal liefen, und was hast du dir vorgenommen? Na gut, ich meine, es ist so, dass ich sowieso aus jedem Rennen immer noch, ich habe jetzt mittlerweile, glaube ich, 11 oder 12 Ironman-Rennen gemacht, und aus jedem Rennen nehme ich immer noch sehr viel mit, also ich fühle mich immer noch irgendwie so ein bisschen Neuling, obwohl ich das nach so vielen Rennen eigentlich nicht sagen kann. Aber speziell hier Hawaii ist natürlich bisher kein gutes Pflaster für mich gewesen. Ich glaube, dafür gab es ganz unterschiedliche Gründe. In meinem ersten Jahr bin ich hier angereist und war natürlich total unerfahren, sehr euphorisch und habe von Anfang an Vollgas gegeben. Bin voll in die Offensive gegangen, habe bis Harvey mit ganz vorn gelegen und dann ist der Motor geplatzt und dann bin ich noch irgendwie einfach ins Ziel gekommen. Und die letzten Jahre, glaube ich, war es einfach so, dass ich zu viel Respekt hatte. Dass ich dann gesehen habe, die Athleten sind hier, klar, hier sind die besten Athleten der Welt am Start. Und davon gleich ein Riesenhaufen. Und da war es schon so, dass ich einfach so ein bisschen zu viel Respekt vor den Athleten hatte. Dass ich selbst, glaube ich, nicht dran geglaubt habe, vorne mitmischen zu können. Weißt du schon, wie es bei dir 2012 weitergeht? Es ist ja bekannt, dass Commerzbank aufhandelt im Triathlon-Sponsoring.
Ja, es ist natürlich schade, dass die Commerzbank aussteigt, weil es für mich eine super Zeit war und auch eine riesen Chance einfach in der Sportart voranzukommen. Klar, dann dazu natürlich auch die Absicherung finanziell und materiell, was sicherlich für einen Profi-Triathleten immer entscheidend ist, denn so konnte ich mich voll auf den Sport und auf meine Arbeit letztendlich konzentrieren. Zukunft ist noch ein bisschen offen. Klar, ich habe auch gehofft, nach dem Erfolg in Frankfurt, dass ich vielleicht in der Zeit zwischen Frankfurt und Hawaii schon das eine oder andere regeln kann und hier vielleicht ein bisschen entspannter ans Rennen gehen kann. Andererseits war es so, dass ich dann auch frühzeitig erkannt habe, so schnell geht es halt doch nicht und so einfach ist es nicht. Und dann gesagt habe, jetzt musst du dich alle auf Hawaii konzentrieren und andere Sachen stehen jetzt erstmal hinten an. Von daher ist das letzte Jahr für mich oder das nächste Jahr für mich noch nicht gesichert und eigentlich noch komplett offen. Aber klar ist, dass ich ganz gute Gespräche führe und geführt habe auf jeden Fall. Und die Ausgangsposition, glaube ich, nach diesem guten Jahr zumindest mit dem vierten Platz der beiden US-Meisterschaften in Texas und dann halt der Vize-Europameistertitel in Frankfurt, sollten zumindest nicht zu schlecht sein. Okay, dann wünschen wir dir noch ein erfolgreiches Rennen am Samstag, damit die Sponsoren Schlange stehen. Und vielen Dank fürs Interview. Ja, ich danke.